Wie sagt ein altes chinesisches Sprichwort doch so schön? Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die Dummheit. Radio 1 sagt der Dummheit den Kampf an. Literatur live im Theater an der Parkaue. Die Lesereihe für Kinder, Jugendliche und Familien. Große Bühne, große Lesungen, lange Signierstunden. Andreas Steinhöfel stellt am 6. November seinen neuen Jugendroman vor. Ein Junge wacht nach einem Unfall aus einem langen Koma auf. Ab sofort will er sich anders nennen, nämlich Anders. An den Unfall oder die Zeit davor kann Anders sich nicht erinnern. Und es gibt jemanden, der alles dafür tun wird, dass das so bleibt. Mehr dazu auf radio1.de. Literatur live im Theater an der Parkaue. Radio 1. Für alle, die schon früh das Lesen lieben lernen. Und natürlich nur für Erwachsene.